Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Im letzten Video waren wir so weit gekommen, dass wir Buchobjekte erstellen konnten und sind mit diesen Objekten fürs Erste jetzt so weit fertig, dass wir uns um die erstmal nicht weiter kümmern wollen. Wir wollen uns jetzt um das zweite Objekt kümmern, mit dem wir es zu tun haben, nämlich die Bücherliste, die unsere Bücher speichern soll. Bislang haben wir unsere Bücher ja immer erzeugt und sofort ausgegeben. Jetzt wollen wir die Bücher aber in unserer Bücherliste speichern, damit wir sie beispielsweise später durchsuchen können. Das machen wir, indem wir uns wieder eine Klasse definieren. Wir haben rechts auf der Folie das Klassendiagramm und sehen, dass wir uns es zunächst wieder ganz einfach machen, denn unsere Klasse bekommt erst einmal nur eine einzige Eigenschaft und noch keine Methoden. Die Eigenschaft müssen wir natürlich irgendwie erzeugen, was wir wie üblich im Konstruktor machen werden. Wir werden uns wieder eine Klasse definieren, die wir sinnvollerweise Bücherliste nennen, mit UE, denn Umlaute dürfen wir hier nicht verwenden. Der Konstruktor dieser Klasse soll keine Parameter erhalten, weil die Bücherliste am Anfang erst einmal leer erzeugt wird, zunächst also noch kein einziges Buch enthalten soll. Später werden wir einzelne Bücher hinzufügen. Wie wir das dann machen, müssen wir uns gleich noch anschauen. Auf jeden Fall brauchen wir immer eine Eigenschaft, in der die Bücher gespeichert werden können. Und als eine solche Eigenschaft verwenden wir hier ein Array, in das wir unsere Bücher gleich hineinpacken. Wir werden dann in der HTML-Seite dafür sorgen, dass wir eine Bücherliste erzeugen, indem wir den New-Operator für diese Klasse aufrufen und die erzeugte Liste in einer Variablen speichern. Auf diese Liste können wir dann zugreifen. Die Bücher, die wir bislang schon erzeugt haben und direkt ausgegeben haben, werden wir nun nicht mehr direkt ausgeben, sondern per Push in dieses Array einfügen. Auch hier müssen wir wieder wissen, wie das Objekt intern aufgebaut ist, dass es nämlich dieses Array darin gibt und wir diesem die Buchobjekte hinzufügen können. Der Methode Push werden wir das jeweils hinzuzufügende Buch als Parameter übergeben. Anschließend, am Ende unserer HTML-Datei, können wir das Array dann ausgeben. Wir haben hier erst einmal noch keine Methode zum Ausgeben vorgesehen, sondern machen das fürs Erste im HTML-Code sozusagen von Hand. Auch das gucken wir uns wie üblich in Live an. Als Erstes legen wir eine neue JavaScript-Datei an, in der wir unsere Klasse Bücherliste definieren können. Wir erstellen eine neue Datei und nennen sie bücherliste.js. Die speichern wir wieder im selben Ordner wie immer. In der Datei definieren wir jetzt unsere Klasse. Class Bücherliste. Und ein paar geschweifte Klammern, in die kommt natürlich als Erstes wieder unser Konstruktor. In diesem Fall soll der Konstruktor keinerlei Parameter erhalten, denn wir hatten gesagt, dass die Bücherliste zunächst leer sein soll. Um die Bücher zu speichern, brauchen wir eine geeignete Datenstruktur. Und für mehrere gleichartige Objekte, vor allem wenn wir noch nicht wissen, wie viele es einmal werden könnten, bietet sich immer ein Array an. Wir erzeugen im Konstruktor daher ein Array und lassen das erst einmal leer. Unsere Bücherliste enthält also am Anfang kein einziges Buch. Dieses Array soll eine Eigenschaft unserer Klasse sein, denn in ihm wollen wir unsere Bücher schreiben. Wir müssen also eine Eigenschaft definieren, indem wir wieder das Wort this schreiben. Wir sind hier in der Definition der Klasse, erstellen also ein abstraktes Objekt. Dann kommt dahinter der Punkt und der Name unserer Eigenschaft. Die nennen wir zum Beispiel Bücher und wie eben gesagt, soll dies zunächst ein leeres Array sein. Damit sind wir dann auch schon fertig. Unsere Klasse Bücherliste hat derzeit als einzige Methode nur einen Konstruktor und sie enthält als einzige Eigenschaft ein leeres Array namens Bücher. Die speichern wir und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass dieses neue Objekt auch tatsächlich in unserer HTML-Datei verwendet wird. Wir müssen als allererstes die gerade erzeugte Datei natürlich auch hier wieder einbinden, damit sie in unserer HTML-Datei bekannt ist. Das machen wir wieder im Kopf, wo wir neben buch.js also jetzt auch die Datei Bücherliste einbinden. Bücherliste.js. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass eine entsprechende Variable erzeugt wird. Das mache ich hier einfach mal ganz am Anfang. Die Reihenfolge spielt aber gar nicht so eine große Rolle hier. Mit let, ich nenne die Variable einfach mal l gleich new Bücherliste. Und weil der Konstruktor keine Parameter erhält, kommt da also nichts in diese Klammern, in die runden Klammern hinein. Nun wollen wir die Bücher, die wir hier im Hauptprogramm auf unserer Webseite erzeugt haben, nicht mehr direkt ausgeben, sondern sie stattdessen unserer Bücherliste L hinzufügen. Das machen wir, indem wir jedes Buch nach seiner Erzeugung sofort in die Bücherliste einfügen, also in dem Array innerhalb der Liste speichern. Wie können wir nun dem Array innerhalb unseres Bücherlistenobjekts L etwas hinzufügen? Dafür müssen wir einmal Schritt für Schritt überlegen. L ist unsere konkrete Bücherliste. Wie heißt das Array darin, auf das wir zugreifen wollen? Das heißt Bücher. Und mit L.Bücher greifen wir also auf unser Array zu. Und etwas an ein Array anfügen können wir mit der Methode Push des Array-Objekts. An dieses Array wollen wir das gerade erzeugte Objekt B übergeben, also unser gerade erzeugtes Buch. Wir rufen also für dieses Array L.Bücher die Methode Push auf und übergeben dieser das gerade erzeugte Buch B. Fertig.
Document Write kann weg, denn wir wollen jedes einzelne Buch ja jetzt nicht mehr ausgeben, sondern alle Bücher der Liste hinzufügen. Auf diese Art und Weise haben wir also das erste Buch unserer Bücherliste hinzugefügt und das machen wir nun auch mit allen folgenden Büchern. Dann speichern wir die Datei und gucken uns das hier drüben einmal an. Und wir sehen nichts mehr. Wir kriegen zwar keine Fehlermeldung auf der Konsole, das ist schon einmal gut, aber hier oben sehen wir nichts mehr. Warum? Weil natürlich wir unsere Bücherliste zwar erstellen, aber wir geben sie ja nicht aus. Dafür müssen wir jetzt als nächstes sorgen. Nachdem wir jetzt hier unten also alle Bücher unserer Bücherliste hinzugefügt haben, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir sie ausgeben. Dafür müssen wir das Array innerhalb unserer Bücherliste L durchlaufen und dann Buch für Buch ausgeben. Wie durchlaufen wir ein Array? Am einfachsten immer mit einer For-Schleife. Also For, dann nehmen wir eine Initialisierung, eine Laufvariable brauchen wir. Wir nennen sie wie üblich i, die müssen wir initialisieren. Wir wollen vorne anfangen, also für i gleich 0 beginnen wir. Und die Schleife soll laufen, solange i kleiner ist als die Länge des Arrays, das wir durchlaufen müssen. Jetzt müssen wir wieder überlegen, welches Array das ist. Also i kleiner als das Array Bücher unserer Liste L. Also L.Bücher. Und davon interessiert uns die Länge. Das ist dessen Eigenschaft Length, die wir uns also hier angucken müssen. So lange muss also unsere Schleife laufen, solange i kleiner ist als l.bücher.length. Und unsere Aktualisierung lautet wie fast immer i++, weil wir ja die Liste Objekt für Objekt, Buch für Buch durchlaufen wollen. Und was machen wir in der Schleife? Nun, wir geben natürlich unsere Buchobjekte aus. Wir brauchen auf jeden Fall schon einmal ein Document Write. Und was geben wir aus? In Runde i geben wir natürlich das i-te Buch aus. Dafür greifen wir also in jeder Runde der Schleife, in jedem Schleifendurchlauf auf ein bestimmtes Buch zu, also auf jeweils ein Array-Element innerhalb unserer Bücherliste. Innerhalb der Bücherliste L ist das wieder das Array Bücher, in dem unsere Bücher ja gespeichert sind. Und da betrachten wir in der i-ten Runde das i-te Element. Das ist das i-te Buch unserer Bücherliste und wir sehen ja hier oben, dass wir die Bücher nacheinander in das Array eingefügt haben. Es wird also erst das nullte Buch ausgegeben, dann das erste, dann das zweite und so weiter. Jetzt gucken wir einmal, ob das auch tatsächlich stimmt, was ich da gerade behauptet habe. Wir speichern das Dokument, laden es hier drüben neu und tatsächlich, es klappt. Damit haben wir jetzt auch den dritten Schritt geschafft. Wir haben jetzt also eine Bücherliste als Klasse erzeugt, die zunächst einmal einfach nur ein leeres Array enthält. Das heißt noch keine Bücher. Wenn wir eine Bücherliste erzeugen, ist diese also noch komplett leer. Wenn wir ein solches Bücherlistenobjekt erzeugt haben, speichern wir es in einer Variablen und wir fügen dann unsere einzelnen Bücher immer, sobald wir sie erzeugt haben, dem Array innerhalb der Bücherliste hinzu. Das heißt, wir fügen sie in die Bücherliste ein. Nachdem alle Bücher in der Bücherliste drin sind, geben wir die komplette Liste einmal aus. Dazu haben wir eine Schleife programmiert, die das Array von vorne bis hinten durchläuft und dann die einzelnen Bücher ausgibt. Sie sagt einfach nur den einzelnen Büchern, gib dich aus. Und die Bücher machen das, wie wir wissen, auf die richtige Art und Weise. Nun wollen wir diese Klasse um eine Methode erweitern. Dafür schauen wir uns wieder das Klassendiagramm rechts auf der Folie an. Dort sehen wir, dass wir die Bücherliste, die eben nur eine Eigenschaft Bücher, ein Array enthielt, aber keinerlei Methoden besaß, jetzt um eine Methode toString erweitern wollen. Wie üblich erhält diese Methode keine Parameter und gibt eine Zeichenkette zurück. Diese Methode wollen wir also nun programmieren. Sie soll, wie gesagt, eine Tabelle als Zeichenkette zurückgeben. Dafür, dass die einzelnen Buchobjekte sich als Tabellenzeilen ausgeben, hatten wir schon gesorgt, als wir jene Objekte programmiert hatten. Die Bücherliste soll sich dementsprechend als Tabelle ausgeben. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir natürlich in unserer HTML-Datei wiederum einiges modifizieren, weil ja dann die Bücherliste selber sich schon als Tabelle ausgibt. Daher können wir dort die Tabellentext, die wir da bislang schreiben, komplett aus dem HTML-Code rausschmeißen und sagen einfach nur noch der Bücherliste, dass sie sich ausgeben soll. So ähnlich, wie wir das mit den Buchobjekten zuvor auch schon gemacht haben. Auf geht's, wir machen das Ganze wieder in live. Nehmen wir uns also wieder unsere Bücherliste her, die Datei bücherliste.js. Für die in dieser Datei definierte Klasse wollen wir jetzt also eine Methode toString schreiben. Dann schreiben wir hier wie üblich unterhalb des Konstruktors eine neue Methode, indem wir den Namen der Methode hier hinschreiben, toString. Wie bei dieser Methode üblich mit leerer Parameterliste und natürlich einem Methodenrumpf in geschweiften Klammern.
Damit ist diese Methode bereits erstellt, aber sie muss natürlich nur noch etwas Vernünftiges machen. Für die Buchobjekte war das relativ einfach. Sie enthielten ja nur drei Eigenschaften, die wir einfach direkt hintereinander hängen konnten. Das Einzige, was da etwas kompliziert war, waren die passenden HTML-Tags davor, dahinter und dazwischen. Hier wird es ein kleines bisschen komplizierter sein, weil wir ja nicht wissen, wie viele Bücher in unserer Bücherliste, also in dem internen Array Bücher, enthalten sind. Daher brauchen wir jetzt wieder eine Schleife, die von vorne bis hinten das Array durchläuft. Wie man das macht, haben wir eben schon im JavaScript-Code in der HTML-Datei gesehen. Hier werden wir das gleich ganz ähnlich machen. Und dazu werde ich mir gleich wieder den Code aus der anderen Datei hier hinüber kopieren und dann schnell modifizieren, weil das einfacher ist, als das alles neu zu schreiben. Wir werden dabei natürlich dafür sorgen müssen, dass das Ganze wieder in einer Zeichenkette zusammengebastelt wird. Am geschicktesten ist es, wenn wir dafür eine Variable deklarieren. Das ist immer dann ganz sinnvoll, wenn wir sobald Dinge etwas komplizierter werden. Dann können wir in dieser Variablen das zusammenbauen, was unsere Methode dann schließlich als Rückgabe liefern soll. Ich nenne eine solche Variable immer ganz gerne Resultat. Dann weiß man gleich, wofür die gut sein soll. Wir deklarieren die hier also als lokale Variable mit letResultat. Und dann können wir die auch gleich initialisieren. Aber wie? Unsere Zeichenkette, die in dieser Variablen entstehen soll, soll ja letztlich den HTML-Code für eine komplette Tabelle enthalten. Dann schreiben wir doch schon mal ganz am Anfang ein öffnendes Table-Tag hier hinein. Hier kommt dann gleich noch was dazwischen, nämlich der eigentliche Inhalt der Tabelle, aber bevor wir uns darum kümmern, kümmern wir uns erst einmal um den Abschluss des Ganzen, denn wir wissen ja, dass ganz am Ende unserer Zeichenkette auf jeden Fall ein schließendes Table Tag stehen muss. Und das hängen wir hinten an unsere Zeichenkette an. Dafür schreiben wir hier einfach Resultat gleich Resultat plus und jetzt kommt hier hinten das schließende Table Tag dran. Also an was immer wir vorher in diese Variable Resultat geschrieben haben, und das werden gleich die einzelnen Zeilen der Tabelle mit den Büchern sein, daran wird in dieser Zeile hier jetzt ein schließendes Table Tag angefügt. Ein Semikolon dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben es also jetzt auf jeden Fall schon einmal geschafft, korrekten HTML-Code zu schreiben, weil wir hier mit dem öffnenden und dem schließenden Tag eine Tabelle erzeugen. Im Moment ist diese Tabelle leider noch leer und daher steht da nichts Sinnvolles drin, aber da werden wir gleich Abhilfe schaffen. Die erzeugte Zeichenkette soll unsere Methode toString zurückliefern, das heißt, wir schreiben hier also jetzt return Resultat. Das war ja der Sinn der Sache, zu dem Zweck haben wir diese Variable deklariert. Hier zwischen diese beiden Zeilen müssen wir nun noch etwas schreiben, zwischen das öffnende und das schließende Tag, wo im Moment eine Leerzeile steht. Da muss jetzt natürlich der Code hinein, der dafür sorgt, dass dort die gewünschte Tabelle erzeugt wird, also die Tabelle mit den in unserer Liste gespeicherten Büchern. Dafür, dass jedes Buch sich selber als Tabellenzeile ausgibt, hatten wir bereits gesorgt. Aber wie bekommen wir diese Bücher nun hier hinein? Gucken wir noch einmal, wie wir das im JavaScript-Code auf unserer HTML-Seite gemacht haben. Da hatten wir eine Schleife genommen, und zwar hier unten, um diese Liste zu durchlaufen. Ich mache das jetzt ähnlich wie schon bei den Buchobjekten, kopiere mir diesen Teil einfach hier hinüber in unsere Klasse. So klappt das natürlich noch nicht, aber wir können das jetzt so modifizieren, wie wir es brauchen. Wir sind ja wieder in der Klassendefinition. Wir haben also kein konkretes Bücherlistenobjekt namens L, oder irgendein anderes, sondern wir müssen wieder unser abstraktes Objekt ansprechen. Statt L müssen wir hier also this schreiben. Und das müssen wir natürlich überall machen, wo das L hier auftaucht. Also auch hier. Das I ist okay, denn das ist eine lokale Variable und die können wir ganz normal so weiterverwenden. Also überall, wo wir bislang das konkrete Objekt verwendet haben, L eben, müssen wir jetzt this schreiben. Sowohl hier in der For-Schleife wie in dieser Document-Write-Anweisung. Das I, wie gesagt, ist okay. Als lokale Variable können wir das so verwenden. Jetzt wollen wir aber hier nichts mehr ausgeben, also kein Document-Write machen, sondern wir wollen hier stattdessen einen Rückgabewert liefern. Dazu wollen wir unsere Buchobjekte jeweils an unser Resultat anhängen. Wir schreiben daher hier jetzt ganz einfach, das mit dem Anhängen kennen wir ja schon, das geht immer mit dem Pluszeichen. Wir schreiben hier also einfach Resultat gleich Resultat plus und dann können wir hier die Klammern wegmachen einmal. This.Bücher an der Stelle i. Was macht das nun genau? Schauen wir die Methode noch einmal von Anfang an durch. Wir haben zunächst das öffnende Table Tag. Dann läuft die Schleife los. Darin gucken wir uns als allererstes das erste Buch an. Streng genommen müssten wir das Buch zunächst einmal wieder in eine Zeichenkette umwandeln, also die Methode toString hier noch hinterschreiben. Wir könnten das machen und das würde funktionieren. Aber auch hier können wir uns das wieder sparen, weil der Plus-Operator in Verbindung mit einer Zeichenkette, die davor steht, dafür sorgt, dass das Objekt hier automatisch in eine Zeichenkette umgewandelt wird. Es wird also implizit ohne unser Zutun hier die Methode toString dieses ersten Buchobjekts aufgerufen. Wir erhalten jetzt das erste Buch als Zeichenkette.
Wie sieht diese Zeichenkette aus? Das ist eine Tabellenzeile, wo in einzelnen Zellen der Autor, der Titel und der Preis stehen. Dafür hatten wir ja gesorgt, als wir die Methode toString der Buchobjekte geschrieben haben. Damit steht jetzt also in Resultat hinter dem öffnenden Table Tag eine Tabellenzeile für das erste Buch. Dann läuft die Schleife für das nächste Buch und fügt für dieses ebenfalls eine Tabellenzeile an. Und so geht es weiter mit dem dritten Buch, dem vierten Buch und so weiter. Für jedes Buch, das in dem internen Array unserer Bücherliste gespeichert ist. Und wenn wir dann am Ende angekommen sind, wird das schließende Table Tag angefügt und das Ganze mit der Return-Anweisung zurückgegeben. Damit sind wir auch schon fertig. Und diese Klasse mit der neuen Methode sollten nun funktionieren. Das wollen wir natürlich wieder ausprobieren. Und dafür müssen wir unsere Datei Bücherliste .html dahingehend ändern, dass wir hier nicht mehr so kompliziert vorgehen, sondern die eben erstellte Methode verwenden. Wir müssen jetzt hier keine Schleife mehr durchlaufen, da unsere Bücherliste jetzt selber weiß, wie sie sich ausgibt und bereits die Schleife enthält, mit der die einzelnen Bücher ausgegeben werden. Wir können daher einfach der Bücherliste sagen, gib dich bitte aus. Wir entfernen also hier die Schleife und geben hier einfach die gesamte Bücherliste aus. Was wir außerdem noch entfernen müssen, sind natürlich die Table Tags, denn unsere Bücherliste selber gibt ja selber schon Table Tags aus. Und wir würden sonst hier eine Tabelle innerhalb einer Tabelle erzeugen, das wollen wir aber nicht. Wir gucken wieder nach, ob das Ganze funktioniert. Wir speichern das, laden das hier drüben neu und auch hier, wir haben wieder keine Fehlermeldung. Das Ganze sieht immer noch so aus wie vorher. Es scheint also alles zu funktionieren. Unsere Bücherliste arbeitet also jetzt mit einer Methode und wir sehen, dass der Code auf unserer HTML-Seite hier wieder einfacher geworden ist. Wir können das Bücherlistenobjekt verwenden, ohne dass wir wissen, wie die Bücher im Einzelnen genau abgespeichert sind. Naja, tatsächlich können wir das noch nicht ganz, denn beim Hinzufügen der Buchobjekte brauchen wir noch diese Information, wie die Bücher intern gespeichert werden. Hier müssen wir immer noch wissen, dass das Ding intern eine Datenstruktur namens Bücher hat, die über eine Methode Push verfügt und der wir ein Buchobjekt übergeben müssen, um es der Liste hinzuzufügen. Unser nächster Schritt wird darin bestehen, dass wir uns darum kümmern, auch das noch zu vereinfachen. Eins möchte ich noch kurz zeigen. Schauen wir noch einmal in unser Bücherlistenobjekt. Wenn uns das mit dieser Vorschleife hier noch ein bisschen wie Magie vorkommt, können wir auch noch einmal schauen, was der Teddybär im Bauch hat, also wie dieses Resultat hier eigentlich zusammengebastelt wird. Dazu füge ich hier jetzt einfach einmal ein paar Alert-Anweisungen ein, und zwar immer nachdem wir die Variable Resultat verändert haben. Einmal direkt nach der Initialisierung der Variablen, dann jedes Mal, nachdem die Zeichenkette in der Schleife erweitert wurde und dann noch einmal nach der letzten Änderung der Variablen. Führen wir das nun wieder im Browser aus, dann sehen wir jetzt, wie hier Schritt für Schritt die Tabelle zusammengebaut wird. Hier steht zunächst einmal das Table, jetzt kommt der erste Schleifendurchlauf und wir sehen, dass das erste Buch hier angehängt ist. Eine Tabellenzeile, noch kein schließendes Table Tag natürlich dazu. Dann können wir geht es in die nächste Runde der Schleife und das nächste Buch wird angehängt. Wieder eine Tabellenzeile, die wir hier haben. Wir machen das noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und jetzt sind alle Bücher, die wir hatten, hier angehängt. Und wenn wir das jetzt noch einmal machen, dann sehen wir, dass jetzt das schließende Table Tag auch noch angehängt wird. Und wir sehen also, dass insgesamt jetzt in dieser Zeichenkette Resultat zu diesem Zeitpunkt die Zeichenkette mit der gesamten Tabelle steht, in dem Moment, kurz bevor die Return-Anweisung ausgeführt wird. Diese Zeichenkette wird also zurückgegeben und anschließend in der Datei Bücherliste.html mit DocumentWrite auf unserer HTML-Seite geschrieben. Davon können wir uns auch in den Entwickler-Tools überzeugen, wenn wir uns da selber nicht trauen. Damit haben wir jetzt den vierten Schritt erledigt und die Klasse Bücherliste um eine Methode zur Ausgabe der kompletten Liste erweitert. Die Liste kann sich also jetzt als Ganzes ausgeben und wir konnten den Code auf der HTML-Seite erheblich vereinfachen, indem wir jetzt dort einfach nur noch sagen, Bücherliste, gib dich aus. Was wir noch nicht erreicht haben, ist, dass wir komplett nichts über die interne Struktur der Bücherlistenobjekte wissen müssen, sondern dass das Hinzufügen von Büchern immer noch ein bisschen kompliziert ist. Darum kümmern wir uns als nächstes. Tschüss, bis zum nächsten Video.